Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video möchte ich auf einen ehemaligen oder auf einen Serientäter zurückkommen. Und zwar auf das Phantom von Kehl, Jack Plumain. Jack Plumain war bekannt als das Phantom von Kehl. Er wurde am 14. August 1973 geboren. Er ist ein französischer mutmaßlicher Serienmörder, der wegen des Mordes an zwei Frauen in Deutschland und Frankreich in dem Zeitraum 1999 bis 2001 verurteilt wurde. Er gilt aber als Verdächtiger in drei weiteren Fällen, wobei er für einen freigesprochen wurde und für die beiden anderen Fälle wurde er nie vor Gericht gestellt. Im Jahr 2005 wurde er zu lebenslanger Haft mit einer Sicherungsfrist oder Sicherheitsfrist von 30 Jahren verurteilt, die später in der Berufung auf 20 Jahre reduziert wurde. Ja, und laut vereinzelten Meldungen im Internet soll er im Januar 2001 auf Bewährung entlassen worden sein. Allerdings finde ich dazu nur recht wenige Informationen, da die meisten Artikel sich auf den Zeitraum beziehen, in dem er verhaftet wurde, beziehungsweise wo der Prozess stattfand. Ich habe auch im französischen Google geguckt. Auch dort konnte ich jetzt keine detaillierten Informationen finden, aber ich gehe mal davon aus, dass er tatsächlich im Januar 2021 auf Bewährung entlassen wurde, weil in anderen Artikeln, in älteren stand, dass er 2021 auf Antrag auf Bewährung entlassen werden kann. Jacques Plumain wurde am 14. August 1973 in Guadeloupe, einem Überseedepartement, das von Frankreich verwaltet wird, geboren. Er war das vierte von sechs Kindern, alle Halbgeschwister, die von verschiedenen Männern gezeugt wurden. Wobei Plumains eigener Vater, ein Zeuge Jehovas, sich weigerte, an seiner Erziehung teilzunehmen. Als mittelmäßiger Schüler in seiner Jugend wurde er regelmäßig von seiner herrschsüchtigen Mutter körperlich misshandelt. Er behauptete, diese habe ihn regelmäßig mit verschiedenen Gegenständen wie ihrem Gürtel, Telefonkabel, einem Elektrokabel oder einen Besenstiel geschlagen. Später behauptete Plumain auch, dass er im Alter von 13 Jahren von einem Cousin sexuell missbraucht wurde. 1989 verließ er Guadeloupe und zog auf das französische Festland, wo er sich Anfang 1990 in Straßburg niederließ und eine Kochlehre abschloss. Während diesen Jahres begann er, verschiedene Nachtclubs zu frequentieren, wo er zahlreiche sexuelle Beziehungen mit verschiedenen Frauen hatte. 1994 wurde Plumain, mittlerweile Hauptfeldwebel im 1. Ingenieurregiment von Illkirch, in Sarajevo und später in Kosovo stationiert, wo er Landminen entschärfte. Er wurde für seine Taten mit einer Medaille ausgezeichnet, gab aber später auf, um Sicherheitsbeamter zu werden. Später behauptete Plumain, dass er gesehen hatte, wie ein Freund von ihm durch die Augen von einem feindlichen Scharfschützen erschossen wurde. Aber diese Geschichte wurde nie bestätigt. Während seiner Zeit als Sicherheitsbeamter beklagte sich Plumain, dass er aufgrund seiner Hautfarbe sich schlecht behandelt fühlte. Und die einzige Zeit, in der er sich wirklich in Frieden fühlte, war, als er Sport trieb. Ende der 1990er Jahre gab er jedoch den Sport auf und trat wieder in die Armee ein, wurde aber später wegen Kreditkartendiebstahls unehrenhaft entlassen. Im Mai 1999 wurde die Polizei in Plopsheim über den Mord an einer 23-jährigen Prostituierten informiert, deren Leiche in einer Garage gefunden wurde. Da zu dieser Zeit ein in der Nähe stationierter Soldat war, wurde er verdächtigt, aber aufgrund mangelnder Beweise gegen ihn wurde er nicht verhaftet. Plopsheim ist übrigens eine französische Gemeinde mit 4.473 Einwohnern. Später in diesem Monat beendete er seinen Dienst und kehrte nach Straßburg zurück, wo er als Sprinter beim FC Sochaux Montbéliard und später als Sicherheitsbeamter arbeitete. Am 25. Juli wurde die Leiche der 30-jährigen Sylvia Ronimus im Hinterhof eines Gebäudes in Straßburg entdeckt. Zu dieser Zeit gab es nichts, was diesen Mord mit Plumain in Verbindung brachte, der bis dahin keine Vorstrafen hatte. Und keine konkreten Beweise deuteten darauf hin, dass er ein Verdächtiger. 3 Tage später starb jedoch eine andere junge Frau am Ausgang eines Nachtclubs nieder und wurde dafür verhaftet.
Obwohl er die Verantwortung kategorisch abstritt, wurde Plomeen dennoch verurteilt und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, legte jedoch Berufung gegen die Entscheidung beim Strafgericht ein. Er schaffte es, aufgrund mangelnder Beweise, die ihn mit dem Verbrechen in Verbindung brachten, freizukommen und wurde am 7. Oktober desselben Jahres freigelassen. Am 11. Oktober 1999 um 4 Uhr morgens wurde die 22-jährige türkische Krankenschwester Hatice Selik im Hof eines Altersheims in Kehl in Deutschland angegriffen. Ihr Angreifer schlug sie nieder und zerrte sie vor neugierigen Blicken weg. Dann wurde Hatice erstochen und ihr die Kehle durchgeschnitten, bevor der Mörder ihr Höschen herunterzog, ohne sie sexuell zu missbrauchen. Obwohl Plomeen in diesem Fall als Hauptverdächtiger galt, gab er nie die Schuld an Hatices Mord zu und wurde in seinen folgenden Prozessen auch nie dafür verurteilt. Am 23. November um 4.30 Uhr morgens wurde die 38-jährige Bärbel Zobel von Plomeen angegriffen. Gerade hatte sie ihr Haus verlassen, um zur Arbeit zu gehen, als sie ihr Fahrradschloss öffnen wollte. Er schlug sie von hinten und versetzte ihr auch einen Schlag von vorne. Aber Bärbel Zobel schaffte es, um Hilfe zu rufen, worauf ihr Mann angriff und den Angreifer zur Flucht veranlasste. Sie beschwerte sich später noch darüber, dass auch andere Nachbarn dies mit Sicherheit gehört haben, aber nur ihr Mann kam, um ihr zu helfen. Und aufgrund dieser beiden aktuellen Fälle beschloss die Polizei Kehl, Streifengänge durchzuführen, um weitere Vorgänge zu verhindern. Am 4. Dezember gegen 3 Uhr morgens suchte Plomeen nach einem Nachtclub in Kehl, verirrte sich jedoch in den Nebenstraßen. Beim Umherwandern stolperte er dann praktisch über die 66-jährige Rentnerin Gisela Dallmann, die gerade Zeitungen verteilte. Er näherte sich ihr von hinten, aber Gisela Dallmann wurde auf seine Anwesenheit aufmerksam. Damit sie nicht schrie, drückte er seine Hand auf ihren Mund. Allerdings hat Gisela Dallmann ihn gebissen. Der nun wütende Plomeen schlug sie und zerrte sie in eine abgelegene Ecke, wo er ihre Halsschlagader durchtrennte und auch ihr das Höschen herunterzog. Außerdem führte er seinen Finger in ihre Vagina ein, um eine Vergewaltigung vorzutäuschen. Dallmanns Leiche wurde am frühen Morgen im Hinterhof eines Gebäudes gefunden. Nach diesem dritten Fall beschloss die Polizei Kehl, die Stadt von oben bis unten zu überwachen, um den Mörder zu fassen, der den Spitznamen Phantom von Kehl erhielt. Die Ermittlungen blieben jedoch erfolglos und Plomeen kehrte bald nach Straßburg zurück. Am 15. Mai 2000 gegen 21 Uhr kreuzten sich dann die Wege von Plomeen mit der 44-jährigen Ursula Brelowski, einer deutschen Professorin an der Robert-Schumann-Universität im Wald von Lau-Watzenau bei Straßburg. Sie war gerade mit dem Fahrrad unterwegs. Frustriert darüber, dass es bisher keine Frau gab, schlug er ihr auf die Kehle und schleppte sie in den Wald, wo er Brelowski ein Dutzendmal in den Oberkörper, in Arme und Beine stach, bevor er schließlich die Kehle durchschnitt. Die Leiche des Opfers wurde 20 Stunden später gefunden. In diesem Stadium der Ermittlungen wurde die französische Polizei mehrfach erfolglos von der Polizei Kehl kontaktiert, bevor ein Zusammenhang zwischen den Fällen in Deutschland hergestellt werden konnte. Am 19. Januar 2001 wurde Plomeen wegen des Angriffs auf einen Autofahrer mit einem Katana festgenommen. Das ist übrigens ein japanisches Langschwert. Er behauptete später aber, eine Rechnung zu begleichen mit dem Fahrer, mit dem er einige Monate zuvor einen heftigen Streit gehabt hatte. Infolgedessen wurde er wegen versuchten Mordes inhaftiert und geriet zu dieser Zeit unter den Verdacht der Ermittler, die am Fall vom Phantom in Kehl arbeiteten. Am 19. Juni wurde Plomeen über die Verbrechen befragt und zur Überraschung der Ermittler gestand er die Verbrechen bereitwillig. In Bezug auf den Mord an Brelowski sagte er, er habe gedacht, sie sei eine Bekannte von ihm. Aber als er mit ihr sprach, sagte Brelowski, dass er sich geirrt habe. Zusätzlich behauptete Plomeen, sie hätte gesagt, dass sie keine Schwarzen in ihren Bekannten hätte. Als er das hörte, sagte er, habe er rot gesehen und sie bewusstlos geschlagen, bevor sie in den Wald zog und dort tötete. Wie bei früheren Opfern zog er ihr Höschen herunter, um es so aussehen zu lassen, als wäre sie vergewaltigt worden.
Auf Drängen von Brelowskis Familie, die darauf bedacht war, dass der Name ihrer Tochter sauber blieb, gab Plumen später zu, dass das Opfer nie rassistische Bemerkungen gemacht hatte. Diese hatte er erfunden. Er behauptete außerdem, er habe nie beabsichtigt, sie zu töten. Aber er habe sie instinktiv angegriffen, weil sie ihn beim Stehlen von Fahrradreifen erwischt hatte. Andererseits leugnete er die Beteiligung am Mord an Hatice Celik. Kurz nach seinen Geständnissen wurde er wegen der drei Morde und des versuchten Mordes an Zobel angeklagt. Im Juni 2002, 17 Monate nach Plumens erster Inhaftierung, wurde er wegen des Mordes an Silvia Hieronymus angeklagt. Diese Tat bestritt er ebenfalls. Am 24. September 2003 begann vor Cour d'Assises in Straßburg der Prozess gegen ihn wegen des versuchten Mordes an dem Autofahrer. Er wurde für schuldig befunden und zu 12 Jahren Haft verurteilt. Am 18. Mai 2005 begann sein Prozess vor demselben Gericht, wobei Emmanuel Kahn und Jean Gubert als seine Anwälte fungierten. Auf der Seite der Anklage fungierte Gioia Cirone als Zobels Anwalt, während Thomas Mutter der Anwalt von Marc Fischer, dem Ex-Partner von Ursula Brelowski, war. Und Bryce Raimondeo Castanat war der Richter. Während des Verfahrens wirkte Plumen kalt, distanziert und sprach selten. In seinen Aussagen behauptete er, dass eine Person namens Maeve diejenige gewesen sei, die alle Frauen getötet habe. Und er behauptete auch, dass er Zobel teilweise deshalb angegriffen habe, weil sie seiner Mutter ähnelte. Die Anwälte der Familie Brelowski behaupteten, das Opfer hätte ihn niemals einen Neger genannt und bestand darauf, dass Plumen Ursula ausschließlich aus Impuls und nicht wegen ihrer angeblichen rassistischen Äußerung getötet habe. Eine psychiatrische Untersuchung ergab, dass Plumen ein pathologischer Lügner war, der es liebte, seine Opfer zu erniedrigen. Gegen Ende des Prozesses gestand Plumen aus offensichtlicher Reue den Angriff auf Zobel und die Morde an Dahlmann und Brelowski. Er behauptete, er sei kein Opfer, zeigte auf die Bänke, auf denen Zobels und Dahlmanns Sohn saß. Am 3. Juni 2005 wurde Plumen in 2 Fällen des Mordes und des versuchten Mordes verurteilt, wofür ihm eine lebenslange Haftstrafe und eine 30-jährige Sicherheitsstrafe auferlegt wurden. Als er vom Mord an Celik freigesprochen wurde, forderte die Staatsanwaltschaft ein neues Verfahren. Am 7. März 2006 begann das Berufungsverfahren vor der Cour d'Assises in Colmar, wo er erneut für schuldig befunden wurde. Seine Haftstrafe, die darauf 20 Jahre verkürzt wurde. Im März 2008 wurde die Anklage wegen Mordes an Hieronymus mangels Beweisen abgewiesen. Plumen verbüßte schließlich insgesamt 15 Jahre seine Haftstrafe, bevor er im Januar 2021 aus dem Gefängnis entlassen wurde. Im Gerichtsverfahren behauptete er, dass er bereitwillig an psychiatrischen Untersuchungen teilgenommen habe, um besser zu verstehen, warum er die Morde begangen habe, und dass er sich dem Katholizismus angeschlossen hat. Er sei nun ein reformierter Mann, so behauptete er es. Seine Freilassung erfolgte trotz der Kritik der Familien der Opfer, als auch seines Anwaltes, der in einem Interview erklärte, dass ein ehemaliger Mandant aufgrund seines Verhaltens immer noch eine Gefahr für seine Umgebung darstellen könne. Also wenn ein Anwalt schon sagt, lass den lieber noch ein bisschen drin, weil ich bin mir nicht sicher, ob der noch gefährlich sein könnte, dann sollte man ganz ehrlich gesagt aufhorchen. Denn normalerweise stehen Anwälte ja eigentlich immer bedingungslos hinter ihren Mandanten. Aktuell konnte ich aber nichts finden, von wegen, dass er vielleicht irgendwie aktuell, dass er irgendwie wieder auffällig wurde oder dass überhaupt irgendetwas über ihn in den Zeitungen stand. Also auch zu seiner Freilassung konnte ich da keinen Artikel finden. Wirkt irgendwie so ein bisschen, als wenn man das so still und heimlich gemacht hat. Normalerweise blende ich ja immer Bilder von den Opfern ein, aber in diesem Fall war von den Opfern kein einziges Bild zu finden. Nur für euch eben zur Info. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!